So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Legend mal wieder. Und wir haben nach dem Livestream, das heißt, es gibt wieder ein bisschen was zu erzählen, was ist so passiert, der Livestream war irgendwie so, boah, ich weiß nicht, total verplant, irgendwie voll daneben und wir hatten halt den Nexus-Kampf gehabt zwischendrin, übrigens der Baum, der wird so langsam größer so ein bisschen, wir hatten den Nexus-Kampf dazwischen gehabt, wer hat gewonnen? Keiner, der wurde abgebrochen, weil es zu sehr geleckt hat. Man konnte Pfeile schießen und die sind in der Luft stecken geblieben. Und dann so flupp, 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 flupp. Flupp, Stück für Stück weitergeflogen. Es war ein bisschen zum Schießen komisch, aber auch irgendwie arschdämlich, weil... Was ist mit den Pferden los? Haben die den Nametag wieder wegbekommen? Das heißt ja off. Jo. Die haben hier richtig Spaß, ne? Es war... Nee. Ich sehe schon, ich brauche meine Pferde gar nicht umbenennen. Die werden eh wieder zurückbenannt, da habe ich den Text verschwendet. Noch jemand hat ein zweites Schwein besorgt, ein bisschen geparkt. Okay. Sandcrafter wäre aber auch doch ein zweites Schwein gut gewesen, aber ansonsten mehr Tiere will ich hier gar nicht machen. Ein zweites Schaf brauche ich noch, eine zweite Kuh. Ich hatte mal zwei von denen, aber die wurden irgendwie gekillt oder so. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum und keine Ahnung. So, ihr seht, ich habe ein Diaschwert im Inventar, das habe ich zum Farmen genutzt und das war eigentlich dann die Rüstung für den Nexus-Kampf. Und ich habe mir Federn geholt, weil ich Pfeile gesammelt habe. Jetzt mal 5, 6 Federn oder so geholt, das war schon immens. Und wir haben einen Baum, bisschen was weitergebaut, ein kleines bisschen was. Warte. Boah. Nein. Boah. Ja, es ist gerade ein bisschen spät. 7 Uhr morgens. Ich konnte nicht schlafen, ich habe ein bisschen Ranked gespielt und ich werde heute wahrscheinlich nicht zur Uni gehen. Ich habe festgestellt, es lohnt sich nicht. Einer Vorlesung hinzufahren, die ich schon mal gehört habe. Deswegen konnte ich die Nacht ein bisschen durchmachen und ja, ich war nicht so ganz produktiv, aber naja. Ach Gott! Diese... Mats! Wie funktioniert das? Okay, das Slash muss ich gewöhne mich da nie dran. Ich gewöhne mich da nie dran. Ah. Jetzt? So. Ich glaube, jetzt ist es rübergedüst. Er rettet noch bei den Menschen rum oder so. Und ja, hier vorne haben wir die Quest, die wir bekommen haben, die ich aber, keine Ahnung, eigentlich nicht annehmen wollte, weil ich mir keinen Shader reinmachen will. Ich soll zum endlosen Glück suchen, zu den Zwergen gehen und eine geheime Nachricht habe ich bekommen. Und das sind halt Koordinaten und da soll eine Wand sein mit roten Stein. Und da müssen sie rein. Und ich wollte die Quest eigentlich nicht annehmen, weil ich mir dafür echt nicht extra Shader besorgen will. Und ich kann mir die Kiste nicht abbauen. Miu. Ich spalte das Ding nochmal, aber ansonsten, naja. Naja, so. Was habe ich gemacht noch nebenbei dann, nachdem der Nexus-Kampf so ein bisschen ins Nichts gefallen ist? Ich habe Zeug gemacht, geholt, und zwar, ihr könnt es oben sehen, die Baumkrone ein bisschen verfeinert und die gucken wir uns mal von vorne an, weil es wäre halt blöd, wenn ihr nicht genau wisst, wie es fertig aussieht, und zwar... das soll ja eine riesige Baumkrone im Vergleich oben drauf werden. Ich habe schon drei... Scheren gemacht und alle drei verhauenen Blätter von, das sind jetzt, ach, die Blätter, die ihr gleich seht, sind nur von drei Scheren, also von, keine Ahnung, 6 Eisen oder so, habe ich die Blätter zusammengerichtet. Jetzt überlegt mal, wie viel von den Blättern ich brauche oder wie viel Scheren oder wie viel Eisen ich brauche, um den kompletten Baum zu füllen, so wie er sein soll. Ich brauche einen Stack Eisen, den ich nur in Scheren verhau, damit ich hier eine vernünftige Baumkrone hinkriege. Und ich habe halt hier ein bisschen optimiert, die Stämme sind ein bisschen dicker geworden, wo es nach unten hingeht, die sind ein bisschen dicker geworden. Und ich habe es noch ein kleines bisschen länger gezogen, einfach förmiger gemacht und angepasst die Form. Und oben habe ich auch dicht gemacht und man kann erkennen, worauf es hinausläuft. Und ja, hier kommt dann, wie gesagt, zu der riesige Baumkrone drauf. Und dann sieht man halt, dass es wirklich 1A ein Baum ist. Und dass dieses Haus, wie ihr sehen könnt, nicht die Baumkrone war, wie viele gedacht haben. Das ist nicht das obere Ding gewesen. Das ist nur ein Gebäude, was um diesen Baumstamm rundherum gebaut ist. Wie so ein, wie gesagt, Schwimmreif, wo halt
um den Menschen drumherum ist und der steckt da halt drin. Genauso ist das ein Schwimmreif für den Baum und da wohne ich halt dann drin in diesem Schwimmreif und so und ja, und das ist halt wahnsinnig viel Zeug. Und es gibt noch eine neue Farm mit, die Folgendes hat. In dieser haben wir wieder die erhöhte Spawnrate von Erzen, die haben trotz allem alle Fraktionen bekommen. Auch wenn der Nexus-Fight abgebrochen wurde und deswegen, könnte ich da bitte mal reingucken, vielleicht ein bisschen Eisen mitnehmen und dann nochmal ein paar Scheren machen und mit Blätter besorgen, weil das dachte ich eigentlich, das ist so das nächste, was ansteht. Oder halt unten die Wurzeln dekorieren und da werde ich auch mal gucken, ob ich das vielleicht ein bisschen vorbereite und dann gezielt mal nach Folge mache oder so. Aber zunächst erstmal gucke ich ein bisschen in die Farmwelt, komm schon. Ha. Und hier ist es doppelte Spawnrate von Erzen, so wie es aussieht. Aber ist das wieder ein Wüstending? Ja, es ist tropisch, aber es ist schon alles geplündert, logischerweise. Da haben schon jemand Sand gefarmt und so. Also Tempelsuche, ja weniger. Wie machen wir es? Ich brauche eigentlich die Blätter, aber diese Art von Blätter, die ich brauche, die gibt es hier leider nicht. Also runterlatschen muss ich so oder so, das ist klar, aber... Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass ich hier gerade rumfahren kann. Ich muss mir so ein paar Bäume bauen und dann halt bei den Bäumen so mit einem Horse rum mir dann das Zeug erfarmen. Und ja, die Folge kommt heute. Aber das... Warte doch einfach geduldig ab. Bringt ja nichts. Und so weiter und so fort, wenn man sich die ganze Zeit stresst. Dann dadurch. Flupp. Und wieder zurück. Und dann wieder hoch. Und ja. Also es ist manchmal, also nicht hier auf das bezogen, aber generell, wenn es gerade ruhig ist, ist ja okay, aber auch sehr anstrengend halt das YouTube zu spielen, wenn so viele Zuschauer mit dabei sind, weil ständig kommen Leute zu einem und wollen irgendwas. Die vor allem dir Zeug geben und ähnliches und nein, die musst du mal abwimmeln und nein, du kannst auch gerade nichts tauschen und vielleicht bin ich auch gerade nicht in der Laune zum Tauschen oder Handeln oder irgendwas, weil ich eigentlich gar nichts brauche und eigentlich nur, keine Ahnung, weiterbauen will. Und dann, ja, kommen dann mal alle zu mir und ja. Falscher Chat Lollop 2001. Melonen. Die Farm läuft zum kleinen Tacken weiter noch. Hab ich gerade einen Namen gesehen? Ne, sag mal so. So, genau, wir gehen mal entweder vielleicht hoch oder eben hoch. Gehen wir nicht hoch, Nee, wir machen Folgendes, wir rasieren komplett hier die Bäume erstmal ab. Da ich nicht weiter in die Farmwelt kann und da was farmen oder rasieren kann, muss ich das eben hier machen. Da habe ich einerseits eine Schere, die kann ich nochmal zusammencraften, wenn es ums Reparieren geht. Und die hier werde ich jetzt so ein bisschen, ich kann es momentan machen, in den Scheren verhauen. Ich werde nicht ganz aufbrauchen und reparieren, weil es gibt noch so einen kleinen Bonus, wenn du Sachen reparierst. Und Haltbarkeit, da haben wir das effizienteste ausgeholt. So, und die Schere ist übrigens dann dementsprechend gleich wieder weg. Einfach nur, weil es so schnell geht mit der Haltbarkeit von den Dingen, die verschwindet. So, und die Blätter, die wie gesagt hier unten wachsen, schieben wir auf den Baum hoch. Wir nehmen die Blätter und schieben sie auf den Baum. Die Blätter und schieben sie auf den Baum. Simpel eigentlich gesagt, aber das Problem ist folgendes. Die Baumkrone oben. Versucht das Ding mal zu formen. Das wird ziemlich beschissen schwer, vor allen Dingen, weil es auch hier im Survival-Mod ist. Und so. So, und ich weiß gar nicht. What? What the fuck ist hier los? Da hat sich einer oben senkrecht in den Baum reingebuddelt. Na zum. Den Portalen. What the fuck? Wir sollen Elfisch bauen. Ich gucke jetzt, wo der Tunnel hingeht. Wo geht der Tunnel hin? Jetzt ein bisschen. Ah, nee, warte. Bevor ich das mache, sammle ich die restlichen Blätter ein, bevor die verschwinden. Das kann ein bisschen dauern. Die Blätter sind nämlich runtergefallen. Und wenn die runterfallen, dann würde ich gerne einsammeln, weil eine Schere und 39 Blätter ist kein guter Deal. Deswegen sammle ich die erst noch ein. Aber. What zum. Hä? Warum? Das ist aber nicht sehr elfisch. Wollte jemand unterirdisch sein Dings verbinden oder so? Oder auch nicht? Das ist irgendwie... Hä? Wäre ich jetzt Bürgermeister King, würde ich das untersagen, weil das aber nicht passt. Aber egal. Komme ich wenigstens hoch?
Ja, komm ich. So, ich komme da auch dahin. Bye bye, muss in die Schule. Jo, kann man mal machen. Kurz, dass ich 2 Stunden früher aufstehen und vorher nochmal zocken. Ich würde pennen bis zum Anschlag. Ich muss zum Glück nachts in die Uni. Also müssen so oder so eigentlich nie, aber jetzt gerade an der Stelle, ich kenne die Vorlesungen und ja, ich kann es mir eigentlich, naja. Ich sag mal so, es würde keinen Unterschied machen, wenn ich hingehe oder nicht. Weil ich sowieso höchstwahrscheinlich da nicht so hundertprozentig aufpassen würde. Tut mir leid. Aber passiert halt so. Und wie viel habe ich jetzt? Okay, das ist doch schon ein angenehmer Preis. Gut. So, kurz nach kurz. Musste ganz kurz mich um Mod kümmern. Gut, dann, ja, übrigens, die Dinger, die holt sich mal schön ab mit meiner neuen Diaxt. Die habe ich mir, wie gesagt, mitgehen lassen aus dem Dorf. Und habe die einfach getradet, weil es effektiv ist. Kein Bock auf Steinwerkzeuge. So wirklich null Bock auf Steinwerkzeuge. Ich weiß, ich habe es, glaube ich, schon mal erklärt. Aber das ist, oh, alle Furzlang neue Steinaxt craften. Das ist. Nein. Es ist einfach zu anstrengend jedes Mal und es dauert so lange, die Blöcke trotz allem abzubauen, deswegen hier einfach hin, zack, säbel die Dinger ab und fertig. So, und dann irgendwie muss ich noch da hochkommen, aber ist das hier nicht, der steht noch auf meinem Grundstück, wer säbelt sich in meinem Grundstück runter? Das darf ich unterbinden, das darf nicht so sein. Wenn das der Baum ist, der auf meinem Grundstück steht, das war abgesteckt, ja, der steht noch drauf. Jump, jump. So, und jetzt gucke ich mal, wo der Gang hingeht. Weil das will ich jetzt mal wissen. Ich meine, mein Imperium wird unterbaut. Mein Imperium des Baumes. So, und dann geht's mal da lang. Ich habe aber gerade vergessen, räumlich mich zu orientieren, wo es überhaupt gerade hingeht. Ich glaube, geht das unter meinem Grundstück durch? Mieps? Na zum. Ich glaube, ja. Und hier sind. Hä? Hier sind Schienen? Zur Taverne? Ist das eigentlich geplant? Leute? Ich glaube, hier brauche ich gar nicht lang gehen, weil die Gänge jetzt ewig lang werden. Hier hat jemand Untergrundschächte gebaut. Ich habe den Untergrund entdeckt. Aber warum auf einem Grundstück? Okay. Ja, gut, das ist jetzt irgendwie halt blöd, denn. Ist irgendwie halt blöd, wenn ich das jetzt in der Folge mache, aber irgendwie habe ich es jetzt in der Folge gemacht. Tut mir leid, ich wusste davon nichts, bin aus Versehen hier reingepummelt in den Gang und das kann ich aber auch nicht raus. Ich habe den Untergrund entdeckt. Der Untergrund ist es ein geheimer Elfenbund oder so. Ich weiß es nicht, jedenfalls wurde ein Tunnelnetz errichtet. Problem ist nur, das Tunnelnetz ist aus einfachen Strip-Mine-Gängen und nicht so gut, glaube ich, ausgebaut. Und es ist ein nicht genehmigter Eingang. Und deshalb werde ich diesem Einhalt gebieten und den Baum sowieso fällen, weil ich brauche den jetzt. Oder die Blätter zumindest davon. Weil ich die Blätter wegmache, kann ich auch den Baum gleich mit fällen und, yeah. I don't know. What shall I do? Ich säbel den einfach ab. Das kann doch nicht lang da sein. Das kann doch nicht lang da sein. So, dann den. Ich versuche nicht so viel hier abzubauen, weil hier vorne steht ein Baum, der ist unter Spawn Protection. Und den möchte ich nicht ankratzen, weil ich den nicht komplett abbauen kann. Egal, hab man gekratzt. Egal. So, dann kann ich das hier mitnehmen. Okay. Also. Baut sich da echt einer bei mir? Holla. Das sollte so nicht sein. So, mach ich mit weg. Mach ich da auch mit weg. Ich würde ja liebend gerne den mal erkunden, aber ich glaube, das ist wieder so. Halb so spannend, wenn er noch nicht fertig ist. Nein, ich will da nicht runter. Gott, komm ich da? Nee. Holz einsammeln. Oh, das ist so geil mit dem Jumbos, ohne Witz. Ich bin froh, dass ich bei den Elfen gelandet bin. Einfach mal als bautechnisch was anderes mal ist. Also ab sofort kann ich Baumhäuser bauen. Hier habe ich es gelernt in der Elfenschule, wie man Baumhäuser baut. Und jo. Wenn ich wieder ein Projekt habe,
Ist ja Bescheid, mal mit dem Baumhaus. Mal ein cooles. Ich werde noch so ein Baumhaus-Freak. Oder auch nicht. Das ist aber auch anstrengend zu bauen. Oder was? Kein Greed. Du kannst nicht fliegen. Du kannst einfach nicht fliegen. Ja. Was ich jetzt mache? Ich mache jetzt das da. So. Und keiner weiß, was war. Aber Alter! So, und das kann ich wieder zusammencraften. Und wieder fast eine neue Schere. Und hier muss ich wieder Blätter holen. So, und dann habe ich jetzt so viele Blätter gesammelt, wie schon einmal die oben drauf sind. Dann kann ich die verdoppeln. Aber Alter, das dauert so ewig. Okay, wir haben also ein extrem seltsames Ding entdeckt. Nichtsdestotrotz muss ich die Folge leider beenden, weil die werde ich jetzt gleich hochladen, damit die heute noch online kommt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst. Bis dahin. Und tschüss.